Ja, hallo, ich habe einen ersten Gast auf meinem YouTube-Kanal. Sie ist Priska Fuchs. Ihr kennt vielleicht Priska, weil sie ein ganz tolles Projekt im Netz am Laufen hat. Das heißt Teachos. Kannst du uns kurz erklären, was Teachos ist und was man damit machen kann? Ja, so Teachos ist eine Plattform, wo man Lernprojekte teilen kann, und zwar Lernprojekte, die eben die 21st Century Skills fördern. Also was wir nicht unbedingt möchten, sind irgendwelche Lückentexte zum Thema Adjektiv oder Buchungssätze oder so, sondern wirklich so ein bisschen ganzheitliche Aufgaben, Projekte, Challenges, und die kann man hier teilen. Und wie viele gibt es da schon? Da sind schon ganz viele Projekte hochgeladen worden, oder in den letzten Ja, also es sind jetzt Wochen? knapp 60 schon, und die Community, obwohl sie im Moment noch geschlossen ist, ist gerade so 500 jetzt, wenn nächster Super, also Meilenstein schaut mal rein. wartet. Ich werde den Link dann da unten in den Kommentaren hinposten. Vielleicht habt ihr Zeit, um da mal reinzuschauen, was beizutragen. Aber wir reden heute über was anderes, und zwar geht es so ein bisschen um den Spaßfaktor. Du hast gesagt, ich habe gemerkt, wenn man Fernunterricht macht, da braucht es auch Pausen. Wie habt ihr das gemerkt, dass es diese Pausen braucht? Also die Lernenden, die haben gefunden, dass es eigentlich anstrengender ist, als in die Schule zu kommen, wenn sie da von zu Hause aus arbeiten. Und der Fokus war halt schon ganz klar auf, ihr bekommt Aufgaben, und sehr oft waren das auch Aufgaben, die mehr so viel lesen, also vor allem schwächere Lernende. Für die war das eine ziemliche Herausforderung und auch ermüdend. Und ich denke, so nach 10 Tagen haben sie gemerkt, da fehlt etwas. Also was man in der Schule hat, wenn man ab und zu dieses Socializing, informell im Gang noch ein bisschen zusammensitzen, und selbst wenn das ist, dass sie zusammen sitzen und jeder schaut auf sein Smartphone, aber irgendwie dieses informelle Zusammensein, das hat irgendwie wie gefehlt. Und wir uns jetzt am Überlegen sind, wie wollen wir das ändern, wie können wir da ein bisschen Leichtigkeit reinbringen. Und habt ihr da schon ein paar Ideen? Habt ihr da schon was ausprobiert? Also wir haben schon Ideen, also ja, so ich sage jetzt mal so Brain Breaks zu machen. Einerseits natürlich wirklich, dass man sagt, irgendwie wir treffen uns auch virtuell zu einer Pause. Das müssen wir jetzt wirklich noch ein bisschen ausprobieren und auch schauen, ob das gut ankommt. Und dann halt vielleicht auch so machen, dass die Lehrer nicht unbedingt dabei sind, weil Ja. logischerweise gehört das, glaube ich, auch zur Pause, dass das eben so ein Raum ist, wo man sich unterhalten kann, ohne dass man beobachtet wird. Aber auch natürlich andere Dinge, also dass man irgendwie noch ein Game hat, das parallel weiterläuft, wo man sich ein bisschen messen kann. Vielleicht auch mal ein bisschen was Persönliches preisgeben, irgendwie Behauptungen über sein eigenes Leben, was weiß ich, vielleicht mal einen Wettbewerb machen zu irgendeinem Thema. Ja, Rätsel, solche Klar, vielleicht auch, Dinge. ich habe mir gedacht, vielleicht ein bisschen so das Zimmer zeigen, wo man da so ist, die Haustiere, die man hat. Vielleicht ist das auch mal ganz lustig, wenn da alle zu Hause sind. Ganz Gymnastik genau. ist ja auch etwas, was in der Schule zu wenig gemacht wird. So ein bisschen, also wir stretchen mal oder zeigen vielleicht auch was man mit den Händen oder sitzend machen kann. Und das, was sie am Handy machen, ist ja vielleicht auch. Online-Spiel hast du jetzt schon erwähnt, dass man so ein kleines Game zusammenspielt, sagt, treffen wir uns da, spielen wir das. Oder so ein YouTuber zeigen, den man jetzt wirklich lustig findet, so ein Webvideo, wo man sagt, ja komm, gerade auf Teams kann man das ja recht gut, einfach mal ein YouTube-Video teilen und sich mal 5 Minuten was Lustiges ansehen, gemeinsam. Ja, ganz genau. Also ich kann mir gut vorstellen, und dann glaube ich halt wirklich, es kommt auch ganz stark darauf an, was für eine Art von Aufgaben man überhaupt stellt. Also wenn das mehr so eben projektartige Dinge sind, wo sie auch zusammenarbeiten, wo sie auch in Peers unterwegs sind, auch in Teams, das hast du schon angesprochen, glaube ich, in Folge 2, diese Gespräche auch zu zweit vielleicht, Peer-Feedback, mehr solche Dinge auch einzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen Leichtigkeit reinbringen kann, jetzt noch abgesehen von irgendwelchen Pausen.
Ja, ich habe es jetzt noch mehr auf die Lehrperson bezogen, aber ich denke, sowas wie, ruft euch doch mal an, besprecht das miteinander, das kann das Lernen schon auch auflockern. Vielleicht auch mal so im Sprachunterricht mündliche Übungen, lest euch das vor oder redet miteinander auf Französisch, wie auch immer, dass das nicht schriftliche Aufgaben sind. Ich glaube, der Punkt, dass das dann sehr ungleich auch bei den Schülerinnen und Schülern ankommt, ist noch wichtig zu denken. Sie können nicht einfach nur 8 Stunden am Tag was lesen und schreiben. Das darf nicht so rauskommen. Ja. Genau, und das, was ja im Präsenzunterricht auch wichtig ist, ab und zu Erfolge zu feiern. Und dann kann man ja auch mal schauen, wie die Leute dann ihre Lernerfolge feiern. Und das ist dann wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich. Super, ja genau. Also Lachen, Feiern, Spielen, das gehört alles auch dazu. Und wir sind gespannt, was da alles für Ideen noch aufkommen, so in den nächsten Wochen. Danke, Piska, dass du dir Definitiv. Zeit genommen hast und bis bald. Tschüss. Danke dir. Tschüss.